passt da gerade so rein in das Shuttle. Der muss sich ja schon abducken. Da ist er. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. So sieht's aus. Irgendwann wird er in eine Sackgasse rennen. Und so werden wir ihn kriegen. So. Holen wir uns mal die zwei. So, wenn du schon mal so stehst, dann können wir eigentlich mal Grunts Betäubungsschuss ausprobieren. Oh ja, der haut gut rein. So, ist zwar schon tot, aber ich wollte trotzdem nochmal draufhauen. Einfach nur aus Prinzip, damit man auch weiß, ich habe auch mit dran gearbeitet. Wer zur Hölle schmeißt 600 Credits in den Müll? Na gut, machen wir mal weiter. Was war denn gerade da drüben? Ich weiß es nicht. So. Der ist platt. Haben wir denn hier drüben noch was? Ach, hier geht's weiter, okay. Wow! Das war interessant! Grunt hat gleich mal seinen Sturmlauf ausprobiert, aber der ging dann wohl ins Nichts. Okay, während ihr gerade mal ein bisschen Spaß habt, schaue ich mal kurz, was es hier drin gibt. Was genau nichts ist. Okay, dann gehen wir mal raus aus dem Nichts. Und beschäftigen uns wieder mit dem Kampf hier. Weiter geht's. Ach, na sowas. So, kann ich ja gleich hier stehen bleiben, muss ich noch nicht mal in Deckung gehen für. Komm schon, der muss doch zu treffen sein, na geht doch. Okay. Das räume ich mal weg hier. So. Habe ich gerade... Ach ja doch, ich habe die Messer in der Hand. Ich dachte irgendwie gerade, ich habe die schwere Pistole in der Hand, aber ist ja gar nicht so. So, mitten im Gefecht machen wir mal hier kurz eine Dechiffriernummer. Und die gehören zusammen halt. So. Und die. Und die noch. So, stört uns ja keiner mehr. Falls noch jemand gekommen wäre, hätten uns die zwei hier den Rücken freigehalten. Das wäre schon gegangen. Okay. Dann können wir uns ja eigentlich aufmachen, insofern hier hinten nichts drin ist. Nein. Insofern hier nichts drin ist. Nein. Ich glaube, das sind einfach nur die Container, aus denen die ganzen Mechs gekommen sind. Harkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. So, einmal die Platinen. Oh, für 900 Credits jetzt extra hier die Dechiffrierung anleiern. Ist ja ärgerlich. So, oh Gott, das ist ja so verwurstet hier das Ganze. Das ist ja schrecklich. So, das gehört nicht zu dem. Das gehört zu dem. Eieiei, so ein Durcheinander. Okay. Haben wir hingekriegt. Und weiter geht's. So, da kommt doch bestimmt schon, natürlich, kommt schon die nächste Gabe. Kommt gleich durch die Ritze hier. Sehr gut. Was denn jetzt? Ach so. Ich dachte gerade schon, was kommt denn hier Großes angeflogen? Aber das war nur ein Arm, ein Lastenträger, ein Kran. So, kommen da jetzt welche raus oder wie sieht's aus? Ja. Hat da gedauert. Gut. Gehen wir weiter. War gleich ein Double Kill, wie es scheint. Warum nicht? Kann man machen. Warum zweimal mit Kräften rumschießen, wenn man auch mit einer Kraft töten kann? So, mal wieder mitten im Kampf, wahrscheinlicherweise. Ja klar, solange sie mich nicht treffen, ist es ja in Ordnung. Mal schauen, ob das klappt. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ah, ich dachte es mir fast. Da waren wir fast fertig. Wir hatten es fast geschafft. So, darf ich nochmal? Nein, tatsächlich nicht. Aber für die paar Credits, die es hier gibt, ist mir das ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Da ist mir das ziemlich wumpe, ehrlich gesagt.
Das ist ja wirklich nix, was du hier kriegst, ne? Für die Mühen. Dafür, dass das so ein unglaubliches Durcheinander ist hier. So, und das letzte noch. Okay. Geht's weiter. Bereit machen. Ein schönes So, da darf Garrus gleich nochmal mit der Belastung ran. Haben die irgendwelche ziemlich schweren Waffen? Also irgendwie kriege ich hier ganz schön viel ab gerade. So. Einfach mal ein bisschen mit der Mattock draufzimmern. Das gute alte Gewehr, das haut richtig schön rein. Ich mag die Waffe total, muss ich sagen. Wenn man einmal weiß, dass man halt für jeden Schuss einzeln feuern muss, dass die also nicht automatisch ist, dann kann man mit dem Ding richtig gut Schaden machen. Da kann man da richtig reinhauen. Denn das ist ja nicht das Problem, einfach mal den Abzug ein bisschen öfter zu drücken. So, das bringe ich auch mal ein Stück vor. Kommt schon gar keiner mehr. Na gut, von mir aus. Oh. Hat bloß gedauert. So, für den Commander haben wir doch direkt mal eine Überlastung. Noch eine Warp hinterher. Ah, der ist schon hinüber. Wird mir aber noch im Fokus angezeigt. Das ist total super. So, jetzt ist auch Grunt dran. Ich werfe sie um. Oh, hat ja nicht so gut geklappt. Allzu umwerfend warst du offenbar nicht. Einer weniger. Okay. Garrus hat sich schon drum gekümmert. Schwerer Mech über uns. Vorsicht! Was? Ach da! Wie süß! Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Mensch! Was haben wir hier? Verstärkung! Oh ja, das sollte man vielleicht mal, wenn Grunt gerade so unter Beschuss steht. Komm, einfach mal drauf! Ich nehme mal einfach Grunt, wird das gleich gewesen sein. So. Aber wenn er noch am Leben ist, vielleicht hat er ja auch Glück. So, hat er. Stand zwar voll in der Explosion, als es den Mech zerrissen hat, aber hey, was soll's? Das ist ein Kroganer. Gut. Und weiter. Nachladen vielleicht? Ich habe zwar schon mal dreimal gedrückt mittlerweile, aber wenn du es irgendwann dann tust, ist ja in Ordnung. So, muss bloß darauf achten, die Mattock hat nicht mehr so viele Schuss jetzt, nachdem ich den Mech ins Visier genommen habe. Das hat gerade ein bisschen was gefressen. Okay, die gehören nicht zusammen, okay. So, die noch. Das war zu dem, ne? Ja. Okay. Wunderbar. Nochmal 1200 Credits. Was zum Teufel hat Harkin vor? Und wir investigieren mal ein bisschen. Verwendung für IDs finden. Finden Sie jemanden, der für eine gefälschte ID Verwendung hat? Okay. Mal schauen. Wüsste ich gerade niemanden, aber kann ja nicht schaden, den müsste man mit einzusammeln. So, haben wir hier mal irgendwas? Ja. Ach, ist das ein Durcheinander hier? Oh, habe ich falsch gedrückt? Ach, scheiß drauf. Ist mir egal. Komm, diese kleinen Scheißbeträge, das ist mir gerade völlig wurscht. Sie haben mit Harkin bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist jetzt ein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann.
Was glauben Sie, was Harkin da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex. Schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Harkin hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich muss das tun. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, aber versuchen Sie bitte nicht, mich davon abzuhalten. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen. Gut. Der letzte Satz von Shepard hat natürlich jetzt nicht mehr drauf gepasst, auf die Sache mit Sidonis, aber was soll's? Brechen wir mal auf und schauen mal, was Harkin für uns bereit hält. Aber erstmal hacken wir hier noch, denn das scheint nochmal ein bisschen was an Verbesserungen zu geben. Das könnte nützlich sein. Ja, ein bisschen Forschung. Wunderbar. Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Aha. Gut zu wissen. Ja. So spät. Jetzt bist du. So, dann würde ich sagen, zerstören wir die Dinger doch einfach mal mit. So. Na gut. Haben wir denn irgendeinen großen Gegner noch? Ich würde gerne noch mal so einen großen Mech haben, damit ich mal die Kryo-Kanone ausprobieren kann. Habe ich ganz vergessen vorhin. So. Tot. Spür den Blutrausch. Okay, hier drüben kommen wir auch schon die nächsten. Okay, da haben wir mal einen größeren. Bitte ist in Ordnung. Sehr gut. Und jetzt können wir ihn auch runterwerfen dort. Kein Problem. Weiter geht's. Ich glaube, wir müssen sogar hier drüber, oder? So. Ich finde es so großartig, dass wir um die Ecke schießen können. Das macht vieles so einfach, so viel einfacher. Okay, ich muss sagen, das Hackspielchen ist mir ein bisschen lieber, weil das zwar ab und zu mal ein bisschen Geduld erfordert, aber zumindest muss man nicht ganz so viel verquerdenken. Oh, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Und das andere nervt teilweise doch ein bisschen, wenn man jedes Mal dieses Memory-Spielchen da betreiben muss. Und manchmal sind die so unglaublich verwurstet, die Teile, dass man... Shepard, kannst du mal bitte runterspringen? Danke. Dass man für die kleinsten Beträge dann manchmal einen unglaublichen Aufwand betreiben muss, um da ranzukommen. Während das andere ein bisschen gemütlicher ist. Also die Textmuster erkennt man doch relativ schnell eigentlich. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht ins... Da hinten ist er schon. Dass man nicht ins Rote kommt. Da wird wohl eine Scheibe dazwischen sein, nehme ich an. Oh Mist. Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Zwei gleich. Alter. Okay. Warum schrei ich auch so laut danach? Okay. So. Einfach mal drauf. Ja, ist gut. So, der erste ist schon hinüber. Das ging schnell. Und ich glaube, für den zweiten hat sich gerade auch erledigt. Die Waffe, die ist gar nicht so übel, muss ich sagen. So, gehen wir wieder auf die Matok. So, ich glaube... Das geht gleich hoch. Ja, das ist eine treffende Feststellung. So. Haben wir nur noch Schrott rumliegen? Zerstört mal das Ganze hier. Sie werden es niemals schaffen. Nicht? Oh. Du meinst wegen den kleinen Max da oben? Ist ja niedlich. Zu spät. Jetzt bist du tot. Wenn das der einzige Grund ist, warum wir das niemals schaffen sollten, dann hat er keine guten Argumente. Vor allen Dingen macht er uns ja auch noch gerade die Treppe richtig schön auf, ne? Er hätte es ja auch einfach so lassen können, wie es vorher war. Aber nein, er will uns da die Treppe machen. So, mein Freund, jetzt gibt's Ärger.
Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Haken. Lass Sie nichts sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Torianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Haken, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Haken. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor C-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Ich habe ihn nicht erschossen. Den hat er sich noch verdient. Gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Und irgendwo hat Haken schon recht. Garrus hat sich total verändert. Das war gerade bizarr im Hintergrund. Haken ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Haken ziemlich gnadenlos. Glauben Sie nicht, dass er es verdient hat? Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich bin nicht sicher, aber ich würde nicht zulassen, dass es mich verändert. Das hätte ich auch gesagt, bevor es mir tatsächlich passiert ist. Es ist noch nicht zu spät. Sie müssen es nicht durchziehen. Wer außer mir sollte Sidonis seiner gerechten Strafe zuführen? Niemand sonst weiß, was er getan hat. Es wäre auch allen egal. Ich sehe keine anderen Optionen. Lassen Sie mich mit ihm reden. Sie können sagen, was Sie wollen. Mein Entschluss ändert das nicht. Seine Gründe sind mir egal. Er hat uns verraten und verdient dafür den Tod. Ich verstehe ja, was Sie durchmachen. Aber wollen Sie ihn wirklich töten? Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Aber ich bin nicht wie Sie. Für Sie ist das aber auch nicht typisch. Wirklich? Ich habe Ungerechtigkeit immer gehasst. Schon der Gedanke, dass Sidonis damit davonkommt. Warum sollte er weiterleben, während 10 gute Männer in namenlosen Gräbern liegen? Es tut mir leid, Shepard. Worte werden dieses Problem nicht lösen. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein.
Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Ich frage mich nur, warum er ihn nicht gleich ausschaltet. Ich meine, er hat ganz ruhig da gesessen. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Was tun wir? Treten wir zur Seite oder warnen wir Sidonis? Das ist schwierig, weil einerseits will ich Garrus nicht verraten, andererseits... Andererseits ist es halt auch blöd, ihn jetzt so abdriften zu sehen, ne? Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich trau mich mal, ihn zu warnen, auch wenn Garrus das scheiße finden wird. Hören Sie, Sidonis, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sprechen Sie diesen Namen niemals laut aus. Ich bin ein Freund von Garrus. Er will Sie umbringen, aber ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Garrus? Soll das ein Witz sein? Verdammt, Shepard, wenn er sich bewegt, schieße ich. Das ist kein Scherz, oder? Ach, was soll's. Ich bleibe nicht hier, um es herauszufinden. Sagen Sie, Garrus, ich hätte meine eigenen Probleme. Nicht bewegen. Runter von mir. Ich bin das Einzige, was Sie momentan vor einem Loch im Kopf bewahrt. Scheiße. Hören Sie zu. Ich wollte das alles nicht. Ich hatte keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Sie haben mich erwischt und gesagt, Sie würden mich töten, wenn ich Ihnen nicht helfe. Was hätte ich denn tun sollen? Lassen Sie mich schießen, Shepard. Er ist ein verdammter Feigling. Ist das alles? Es geht Ihnen nur um Ihre eigene Rettung? Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass ich an Ihrem Tod schuld bin und damit muss ich leben. Ich wache jede Nacht auf. Mir ist übel. Und ich bin nass geschwitzt. Jedes Ihrer Gesichter starrt mich an, beschuldigt mich. Ich bin bereits ein toter Mann. Ich kann nicht schlafen. Das Essen schmeckt mir nicht. Manchmal will ich nur, dass es endlich vorbei ist. Geben Sie mir einfach die Chance. Sie müssen damit aufhören, Garrus. Er bezahlt bereits für sein Verbrechen. Er hat noch nicht genug bezahlt. Er ist noch am Leben. Sehen Sie ihn an, Garrus. Das ist doch kein Leben. Da ist nichts mehr, was man töten könnte. Meine Männer, Sie haben was Besseres verdient. Sagen Sie, Garrus, es gibt wohl nichts, was es wieder gut machen würde. Er soll gehen. Sagen Sie ihm das. Er gibt Ihnen eine zweite Chance, Sidonis. Verspielen Sie sie nicht. Ich werde es versuchen, Garrus. Ich mache das alles irgendwie wieder gut. Danke, dass Sie mit ihm geredet haben. Ich weiß, dass Sie darüber reden wollen, aber ich nicht. Nicht jetzt. Ich weiß, dass Sie es so nicht geplant hatten, aber ich halte es für die beste Lösung. Da bin ich nicht so sicher. Sowas braucht Zeit? Ja. Vielleicht ist es dann genug. Ich möchte sicher sein, dass ich das Richtige getan habe. Nicht nur für mich. Für meine Männer. Sie haben es verdient, gerecht zu werden. Aber als ich Sidonis im Visier hatte, konnte ich es einfach nicht tun. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt, wenn es um Leute geht, die wir kennen. Ja. In ihm war immer noch etwas Gutes. Das konnte ich fühlen. Es ist viel leichter, die Welt nur in Schwarz und Weiß einzuteilen. Aber Grau? Ich weiß nicht, wie ich mit Grau umgehen soll. Das müssen Sie Ihrem Instinkt überlassen. Mein Instinkt hat mich erst in diese Lage gebracht. Seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Danke, Shepard. Für alles. Gehen wir. Ich muss erstmal von hier weg. Ich bin bei Ihnen. Tja, das ist die Kunst, die Grautöne richtig zu erkennen und immer in die anderen sich auch mal hineinzuversetzen. Das ist wirklich schwer. Schwarz und Weiß zu zeichnen, das ist immer sehr einfach. Man kann immer irgendeine Begründung finden, um Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben und wird auch leider allzu oft betrieben, aber wirklich Grautöne zu erkennen und auch mal zu erkennen, dass jemand vielleicht gar nicht der Böse ist, für den man ihn hält, das ist schwierig. Und Sidonis ist eigentlich nur zum Verräter geworden, weil er Angst hatte zu sterben. Ich meine, das ist natürlich klar, das kann man sehen, wie man will. Also, ob man dann jetzt den Mut aufbringt, wenn man gefangen wurde, da die Klappe zu halten und sich töten zu lassen,
oder ob man dann eben doch eher feige ist. Also ich will es jetzt nicht als feige hinstellen, weil wenn man selbst nicht in so einer Situation ist, kann man das wahrscheinlich auch gar nicht beurteilen, wie schwierig das sein muss und wie viel Überwindung das kosten muss, wenn man jetzt nicht gerade Eier aus Stahl hat, sage ich mal. Aber letztendlich hat er es nicht aus bösem Willen getan, den Verrat durchgeführt. Und ja, er hat letztendlich ja selbst mit seinen Schuldgefühlen dafür bezahlt und wahrscheinlich wäre der Tod für ihn sogar eine Erlösung gewesen. Also hat er ihm eigentlich sogar das grausamere Schicksal angetan, Garrus, indem er ihn gelassen hat. Aber vielleicht verschafft es beiden ein bisschen Frieden und vielleicht sehen wir ja nochmal was von Sidonis wieder. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, ob man von Sidonis nochmal was hört, dass der das tatsächlich irgendwie wieder gut macht. Erinnere ich mich nicht mehr dran. Kann aber sein. Garrus' Verräter wurde gefunden. Die Sache ist erledigt und Garrus kann sich mit klarem Kopf der Mission widmen. C-Sicherheitsbeamte werden dafür sorgen, dass keine Anklage gegen ihn oder Shepard erhoben wird. Möglicherweise lässt sich Harkins kriminelles Netzwerk benutzen. Agenten zur Untersuchung entsandt. Natürlich der Unbekannte, der ist direkt wieder dran, sein Netzwerk zu erweitern. Gut, damit haben wir das dann hier abgearbeitet und haben jetzt auch Garrus auf unserer Seite. Das heißt, die Citadel sollte jetzt eigentlich soweit durch sein. Wir müssen mal schauen, ob wir irgendjemanden diese seltsamen IDs überreichen können. Und irgendwo fällt mir gerade ein, müsste auch noch ein Päckchen sein. Oder war dieses Päckchen vielleicht gerade dieses PDA, was wir gefunden haben, über Arias Mann? Also nicht Arias Mann in dem Sinne, dass er ihr Ehemann ist, sondern Arias Typen, der halt da zu ihr gehört. Ihren Angestellten. Nee, nicht Codex, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte das Tagebuch. Ah, müssen wir mal kurz schauen. Kollektoren aufhalten. Ah, das sind ja bloß die großen Sachen, kann das sein? Gefälschte ID gefunden. Beim Angriff auf Harkins Versteck im Blabla wurde eine gefälschte ID gefunden. Sie könnte sich noch als nützlich erweisen. Eingenommene Mine. Ach, das sind die Eclipse-Söldner, die ich gescannt habe. Vermisster Kundschafter. Ja, das haben wir gemacht. Bla, hier, Pakete. Ein Salarianer möchte blablabla. Bla, bla. Sie befinden sich auf der Nähe von Marabs Geschäft auf der Citadel. Und im Eternity auf Ilium. Marabs Geschäft. Da gucken wir mal, ob das war. Wo sind wir denn eigentlich? Ach, wir sind wieder hier. Ah ne, warte mal, da gehe ich mal gleich hier drüber. Es tut mir leid, aber damit kann ich Sie nicht an Bord eines Shuttles lassen. Und zwar Ebene 26. Und schauen mal, ob das Marabs Geschäft ist hier drüben. Dann hätten wir das ja vielleicht schon hier abgearbeitet, wer weiß. Saronis Applications, genau, Marab. Ich bin Commander Shepard. Welches Tech-Modul sollen wir gleich nochmal kaufen? Ist also das, was wir schon haben, genau. Ich dachte, Sie wüssten das. Was? Nein. Gut, also nehme ich an, dass es das sein wird, was wir für Ich holen sollten. Und auch hier Rahmen mit Grunt reden. Da bin ich ja mal gespannt, was er davon halten wird. Irashimas! Ey, was war das denn jetzt? Du warst einfach weg wieder. Na toll. Dankeschön, blöder Typ, dass du dazwischen quatschen musstest. Hätte mich mal interessiert, was Grunt von Rahmen hält. Aber gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zurück zur Normandy. Ansonsten dürften wir hier jetzt nämlich nicht mehr so viel haben. Sei denn die IDs? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, vielleicht hier irgendjemand die Moment, IDs geben. Das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort. Nee, hier ist auch niemand. Okay. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen auch. So, ich schaue mich noch mal ganz kurz um, ob wir nicht irgendwo die ID loswerden könnten. Vielleicht können wir die aber auch einfach behalten, das ist auch möglich. Und irgendwo anders abgeben, dass sie zu irgendeinem anderen Planeten, zu irgendeiner anderen Station dann gebracht werden muss. Warum nicht? So, aber den Gang gönnen wir uns nochmal kurz hier. Die 2 Meter können wir nochmal kurz zurücklegen. Halt,